Klar für die zweite. Heute lernen wir Poiflowers. Und zwar die vom Körper, die sehen so aus. Ja. Dazu machen wir jetzt erstmal die Armbewegung. Die sieht so aus. Man kann wieder die Stellen zählen. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir die Bewegung mal isoliert. Und zwar dreht der Poi jeweils auf 12 Uhr, auf 9 Uhr, auf 6 Uhr und auf 3 Uhr einen Kreis. Und der andere macht es auch, aber in die entgegengesetzte Richtung. Sprich an diesen Punkten. Und man kann dabei noch beachten, dass die Hand, die runterkommt, immer vor der Handfläche dreht. Und die Hand, die hochdreht, quasi innen drin, dass sie sich hier nicht verhaken. Jetzt ist es gewechselt. Jetzt ist der rote innen drin. Jetzt ist der blaue hinten. Sagen wir hinten. Hier ist der rote hinter dem blauen. Hier ist der blaue hinter dem roten. Man kann das gut trainieren, indem man mitzählt wieder. 1, 2, 3, 4. Wichtig ist noch, das Ganze ist in Opposite Direction und in Split Time. Sprich so. Ja, viel Spaß damit.